Erfurter Parteitag, das war eigentlich ein sehr spannender Parteitag, weil ganz eindeutig im Sinne einer Demokratieübung, was ja eine Partei sein sollte, damals in der Tat die Basis verhindert hat, dass die Führung der Partei etwas für sich Genehmes durchzusetzen imstande ist. Das ist, also kann man wirklich nur Bravo sagen, damals war die Basis noch sehr in sich geschlossen und ich muss auch sagen, die Basis war noch voll von diesem Enthusiasmus zum Erfurter Parteitagszeiten. Erfurter Parteitag war im März 2014, also jetzt vor ungefähr einem Jahr. Weil wirklich das, was die Parteiführung haben wollte, wurde ihr verweigert. Und zwar nachdrücklich. Was aber nicht dazu führte, dass dann die Parteiführung damit aufgehört hätte, das, was sie gerne hätte, nämlich Durchgriffsrechte, in die Parteigliederungen für sich in Anspruch zu nehmen. Ich hatte dann darüber berichtet, dass wir ja die Satzungskommission hatten, deren Wirken dann in den Papierkorb geworfen wurden. Wir hatten in Erfurt dann auch noch zusätzlich etwas anderes, nämlich wir hatten die Wahl dann von dem Herrn Henkel in den Bundesvorstand. Und ich möchte mich gar nicht negativ äußern, über gar keine Person in der Partei, sondern immer versuchen, anhand des sachlich-faktischen zu bleiben. Man kann aber trotzdem konstatieren, dass wir ab Erfurt eine Veränderung in der innerparteilichen Psychologie haben. Ich arbeite sehr eng zusammen mit einem Medien. Projekt, das ist Blue News, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, Blue News, wo ich auch sehr kritische, sehr bedenkliche Artikel dort platziert habe, weil die innerparteiliche Demokratie in der AfD seit dieser Erfurter Bundesparteitag wirklich in eine bedenkliche Schieflage geraten ist. Und eine AfD, die die Alternative sein will, die grundsätzliche politische Strukturen in Frage stellen will, der etablierten Parteien, kann es nicht hinnehmen, dass eine solche neue Partei im Ansatz antidemokratische Prinzipien entwickelt wie die alte Parteien. Das ist etwas, wo die Basis wirklich die Verantwortung und die Pflicht hat, darauf zu achten, dass das nicht passiert. Seither werden dann Interviews geführt, beispielsweise von Adam, der von Beifang gesprochen hat, den man doch wieder ins Meer zurückwerfen müsste, hat dann bestimmte Parteimitglieder gemeint. Herr Henkel hat von UUIs gesprochen, also von Unanständigen, Unbelehrbaren und Intoleranten und von Radikalen, von Rechtspopulisten. Lucke hat in jedem seiner Interviews ab dem Moment seit Erfurt davor gewarnt, dass wir eine Radikalisierung innerhalb der Partei hätten. Wie das überhaupt sein kann, denn ich kenne die Zugangszahlen, seit Erfurt haben wir nämlich im Ansatz gar keine große Weiterentwicklung, was die Mitgliederzahlen angeht. Wo sollen denn plötzlich die Radikalisierung der neuen Mitglieder herkommen? Er stellt sich da als, ja, das ist für mich, das spielt sich, alles klar, danke. Er räumt ein, da er ja kein Rechter ist, dass aber doch in der Partei auch Rechte sein könnten. Für mich ist das, wenn unsere Vorstandsmitglieder sagen, in unserer Partei gibt es Rechte, und ich kenne bestimmt 5000 Mitglieder von Angesicht und habe mit ihnen geredet, ich kenne keine wirklich rechtsextremen Gesinnungen und Vorstellungen innerhalb der AfD. Wenn aber der eigene Parteiführer sozusagen das als möglich darstellt, Entschuldigung, das ist für mich Verrat an der eigenen Partei. Ich kann das nicht. Er macht sich sozusagen geschmeidig mit den Medien. Ich bin ja kein Richter, aber es könnte sein, dass da um die Ecke doch vielleicht irgendwie
einer sein könnte. Es ist ein ganz billiger, absolut zu beurteilender Ansatz für einen Parteiführer in meiner Sichtweise. Es kommen noch ein paar andere schwergewichtige Sachen dazu. Wir haben dann die Programmkommission eingesetzt. Denn die Tatsache, dass die Alternative für Deutschland noch kein Programm hat, hat niemand anderes zu verantworten als Herr Lucke. Denn wir hatten bereits eine Woche, nachdem die Partei entstanden war, dieses Renner-Hahn-Papier oder Hahn-Renner-Papier, um mich da jetzt nicht zuerst zu nennen, was so ungefähr 5, 6 DIN A4 Seiten sind. Sie brauchen keine 300 Seiten Programmatik, um als neue Partei in das Parteiengefüge aufzutreten und zu sagen, das sind unsere Positionen. Da reichen 5, 6 DIN A4 Seiten. Da müssen die wichtigsten Punkte, die wir vorher heute hier am Anfang mal kurz miteinander debattiert haben, einfach benannt werden. Und dass wir das nicht haben, ist ein Versagen, ist ein Verhindern ausschließlich von Herrn Lucke. Ich sage Ihnen aber, woran das liegt. Herr Lucke wollte bis zu diesem Zeitpunkt gar kein Programm. Weil nämlich dann erkennbar geworden wäre, dass wie dünn sein programmatischer Horizont überhaupt ist. Und er hat ja mittlerweile festgestellt, dass die Parteimitglieder eine viel höhere Erwartung an die Alternative für Deutschland richten, als er sie sich als in seinem Professorenhirn sich vorstellen kann. Das klingt jetzt ein bisschen böse. Manchmal werde ich dann auch böse, wenn ich daran nachdenke. Sonst bin ich so böse nur meiner Frau gegenüber, wenn ich das erzähle. Weil es ist ein totales Versagen. Und es hat aber etwas mit seiner Funktion zu tun. Er ist ein Professor. Das heißt, er ist ein Begünstigter des Systems. Es ist ein Systemling im wahrsten Sinne des Wortes. Und jemand, der seinen ganzen Lebensunterhalt bis dato durch das System finanziert bekommen hat, der stellt sich nicht plötzlich, der müsste ja schizophren sein, der stellt sich nicht plötzlich hin und stellt die systemischen Entwicklungen in Frage. Oder bin ich jetzt zu hart, wenn ich das so formuliere? Das tut niemand. Deshalb haben wir da auch die Probleme mit der Nicht-Durchführung und Anwendung unseres Rechts. Wir haben Beamte. Und wir haben Vergehen gegen unser Recht. Zum Beispiel im Zuwanderungs-, Asyl-, Abschiebebereich etc. etc. Die Beamte kriegen exekutive Anweisungen, die nicht dem Recht entsprechen. Trotzdem wird dieses Unrecht begangen, weil sie als Beamte Systemlinge sind. Und das muss man benennen. Das ist das System. Und also wenn eine Alternative dagegen nicht ankämpft, argumentativ natürlich, nicht konspirativ, argumentativ, dann weiß ich nicht, wozu es eine Alternative bräuchte. Es braucht dann keine Alternative. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Also die Programmkommission wurde eingesetzt, LFAs, aber die waren strukturiert, die LFAs. Das heißt, Leute in diesen LFAs, Landesfachausschüsse, Programmentwicklung, sind Leute, die obrigkeitsgenehm sind. Ich habe selber einen Fall, ein guter Freund von mir, der Dr. Katterfeld, der wäre mir nicht böse, wenn ich das jetzt nenne, der hat mit 14 anderen einen super guten Familien, also Arbeitskreis, einen Programmarbeitskreis gehabt, Familienpolitik, und die haben super gute Ergebnisse produziert. Und da war die Schwester von Herrn Lucke mit in diesem Arbeitskreis, die Frau Vorne, die im Landesvorstand war. Ist sie noch? Oder? Nein, war. Ist sie auch zurückgetreten? Ja. Ja, ist also noch, ja. Und die wurde niedergestimmt. Mit 14 Stimmen gegen 2. Gegen diese, also wurden die Ergebnisse bestätigt und sollten dann am Landesparteitag dann entschieden werden. Dann wurde einfach auf Antrag von Frau Vorner, die ja dann demokratisch unterlegen ist, als Landesmitglied, Landesvorstandsmitglied, wurde dieser Landlinienarbeitskreis einfach aufgelöst. Aufgelöst. Also nicht-liebige Arbeitsergebnisse wurden genullt. Das ist undemokratisch. Das kann funktionieren. Und es hat ja auch in der Vergangenheit funktioniert. Aber wo das hinführt, kann sich jeder selber ausdenken.
Das ist einfach nicht demokratisch. Und es bringt uns natürlich auch von den Zielsetzungen weg. Und diese Programmkommission, die also mit akzeptablen Leuten besetzt wurden, akzeptabel im Sinne der Führung, arbeiten auf der Basis einer Satzung. Und diese Satzung, ich zitiere nur einen Paragraphen. Der Vorstand der Programmkommission kann nicht überstimmt werden. Aber wenn die Programmspitzen, also in der Kommission, eingesetzt werden durch den Bundesvorstand und nicht in einer demokratischen Wahl gewählt werden, und dann eine Satzung heißt, die Programmführung kann nicht überstimmt werden, dann hat das mit Demokratie nichts zu tun. Dann ist das eine Form von... Und jetzt kommt was Spannendes. Wir hatten nach Erfurt, ich habe das Papier, ein Protokoll einer Geheimsitzung, Herrn Lucke, Herrn Henkel, Herr Wächter, Herr Köln, Köln ist Baden-Württemberg Landeschef, Wächter ist bayerischer Landeschef, mit 16 anderen Leuten, und die haben ein Konzept entwickelt. Das war im Mitte Juni 2014. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird vielleicht diese Story kennen. Und dieses Konzept hat einen Plan A und einen Plan B. Plan A: Wir diffamieren die eigenen Parteimitglieder, die eher dem rechten Rand zuzuordnen sind, und machen die mürbe, dass sie aus der Partei austreten. Plan A. Wenn das in der benötigten Anzahl passiert, übernehmen dann sozusagen die andere Seite die Alternative für Deutschland. Plan B: Wenn das nicht in der nötigen Anzahl passiert, dann wird sich der andere Teil zusammenfinden, sich organisieren und eine Abspaltung von der AfD durchführen. Mir liegt das Papier vor. Es wurde natürlich bis dato öffentlich nicht eingesetzt, weil es macht ja auch keinen Sinn, das wäre ja auch medial verheerend. Aber Plan A sollte so aussehen, dass Interviews gegeben werden, die, sagen wir mal, den eher konservativen Teilen der Partei nicht so richtig gefallen. Haben Sie sich zum Beispiel schon mal gefragt, wie es denn plötzlich sein kann, dass solche Aussagen wirklich zuhauf dann getätigt wurden, nämlich Moscheen sind akzeptabel und sind gut, und vor allen Dingen, wenn sie architektonisch gelungen sind. Dann hätte man auch nichts einzuwenden gegen Minarette. Nervt einfach. Ja, aber mit solchen Aussagen schafft man es natürlich dann Leute, die sagen, nee, so sehe ich das aber überhaupt nicht. Was ist das für eine Partei? Da gehe ich doch lieber raus. Gut. Hat aber nicht funktioniert, weil wir sind... Konservativen in der Alternative sind A, meines dafür eins in der Überzahl, und sie sind leiterprobt. Wir sind herbe Leute, aber es liegt einfach daran, weil wir Konservativen, die wir Änderungsbedarf an allen Ecken und Enden in diesem Land sehen, einfach sehen, wenn die AfD preisgegeben wird und ihrer eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachkommen kann, dass für Deutschland praktisch im parlamentarischen Raum keine adäquate neue politische Bewegung mehr entstehen wird. Es wird dann etwas anderes entstehen, aber nicht im parlamentarischen Raum. Und ich habe Kontakte zu solchen Gruppierungen, Identitäre etc. etc. Die gehen davon aus, dass dann diese Kräfte sozusagen in Deutschland, das gibt es auch in Holland, sehr deutlich. Auch in Großbritannien ist das ja dort. Aber in dem Moment gibt es natürlich auch eine deutlich als solche merkbare parlamentarische Opposition. Ne? Ja. Ja, klar. So, also das war der Versuch, Plan A. Ist nicht erfolgt. Möglicherweise muss man daraus ableiten, dass Plan B jetzt funktioniert, also sprich Abspaltung, herausdringen, Abspaltung. Und ich sage Ihnen, bis vor 6 Wochen hat es, oder 4 Wochen hat es ganz deutlich danach ausgesehen. Heute sieht es nicht mehr danach aus.
Wir sind ungefähr in einem Kräfteverhältnis 50 zu 50. Und diese Wahl in Essen wird ganz klar die Scheidelinie markieren zwischen AfD, wie sie ursprünglich von der Mehrzahl gesehen wurde, oder von einer Partei, die sehr systemorientiert sich als Mainstream-Partei versteht. Denn jetzt kam noch Folgendes hinzu. Wir hatten dann die Wahlen in den neuen Bundesländern, die über die Maßen erfolgreich verlaufen sind. Und zwar mit Themen und mit politischen Feldern, die so gar nicht dem Gusto der politischen Führung der AfD entsprachen. Aber der Erfolg war einfach da, 8, 9, 12%. Die Erfolge wurden dann sehr gerne zugerechnet, auch an Herrn Wilder. Aber die Argumentation der politischen Felder, das entsprach nicht so ohne weiteres seinen Intentionen, obwohl, meine Damen und Herren, ich kenne Videos, wo Herr Lucke auf den Marktplätzen in den neuen Bundesländern Wahlreden gehalten hat, à la Bonheur. Da würde aber jeder von uns als Konservative sagen, boah, das hätte ich aber nicht deutlicher und markanter sagen können, wie er das gesagt hat. Das heißt, er verfügt durchaus über diese Fähigkeiten, diese politische Kommunikation in diesem Feld zu transportieren, aber sie widerspricht ihm, man den einen oder anderen Wähler zu gewinnen, hat er gerne, aber es widerspricht ihm, weil er möchte die Reputation innerhalb des etablierten Systems haben. Und mit einer solchen Argumentation dauert es eine gewisse Zeit, bis man dort wieder diese Reputation dann hat, weil man ja zuerst mal derjenige ist, der sich gegen das System auflehnt. Und ich glaube, die Zeit will er nicht dran legen. Er möchte halt vorher und schneller sozusagen seine private Reputation im Sinne beispielsweise einer Koalitionsfähigmachung einer kastrierten AfD, um mit einer CDU dann eine Koalition zu machen, wo vielleicht sogar dann noch der Titel eines Vizekanzlers möglicherweise rausspringt. Ja, gut, wir lachen darüber. Ich kenne ihn sehr gut und ich habe die ersten 5 Monate in der AfD jeden Tag bis morgens 2:30 E-Mails und Telefone mit ihm geführt. Ich weiß relativ gut, wie er tickt. Und glauben Sie mir, er tickt genau so. Also wir hatten dann die Wahlen in den neuen Bundesländern, sehr konservativ, sehr markant, Gauland, also sehr markant, sehr richtig. Und Sie haben ja auch, wenn Sie sich in Erinnerung begeben, wir haben ja dann auch mediale Berichterstattung über diese Aktivitäten, wo sehr viel Attacke seitens der Medien auf uns hereingebrochen ist. Warum? Weil wir natürlich eine bedrohliche Kraft für die etablierte CDU sind. Wenn wir es richtig machen, dann können wir die CDU auf eine Größenordnung runterdrücken, wie die SPD durch die Grünen und durch die Linken gedrückt worden sind. Und das ist unsere Politik. Wir hatten dann, der Ton wurde also immer rauer, hauptsächlich über Henke. Haben Sie Erinnerung einmal, dass ein Herr Lucke den Herrn Henke in die Schranken gewiesen hätte? Und genau das ist doch bezeichnend. Mit anderen Worten, die Attacken von Henke waren im Auftrag von Herrn Lucke, weil sonst hätte er ihn maßregeln müssen. Das ist seine Aufgabe als Vorsitzender oder als Sprecher. Wenn jemand so über die Stränge schlägt in seiner Kritik, dann muss er ihn maßregeln. Oder er ist im stillen Einverständnis. Also ich kann mir es nicht anders vorstellen. Es kam nicht einmal eine Maßregelung. Die Dinge, die Herr Henke gesagt hat, würde bei jedem normalen Parteimitglied zu einem absoluten Parteiausschlussverfahren innerhalb von 3 Wochen wäre das Ding erledigt. Ja. Genau. Und jetzt kommt Bremen. Bremen mit der neuen Satzung, mit den Vorschlägen. Da wurde eingeladen zu Bremen. Ich habe mitgearbeitet in einem Arbeitskreis mit 6 Juristen, wo diese neue Satzung auf 70 Seiten in 45 Änderungsanträgen die brutalsten antidemokratischen Satzungsansätze herausgenommen wurden und eben diese Satzungsänderungsanträge umgeformt wurden. Der Einladungsmodus wurde
kritisch bezeichnen. Weil wir hatten einen Sendeschluss oder einen Sendeschluss zur Anmeldung, dann kam eine der berühmten Lucke-E-Mails mit kommt doch bitte alle und kommt noch. Und dann haben sich nochmal 1500 Leute angemeldet auf der Basis dieser Battle-E-Mail, kommt doch bitte alle nach Bremen. Das hatte zur Folge, dass Bremen, die gebuchte Örtlichkeit, verlagert werden musste in eine Dependance, das heißt einen zweiten Versammlungsort, der 1200 Meter abseits war. Und wir sagten, und das sagen auch alle Parteienrechtler, ein Parteitag muss an einem solitären Ort sein, weil es muss die Möglichkeit der Kommunikation innerhalb der Souveränitätsrechte Träger, nämlich des Mitglieds sein, Abstimmungsprozesse müssen möglich sein untereinander. Da man aber über 1200 Meter nicht kommunizieren kann, ist ein solcher Parteitag obsolet. Gut, wurde alles in den Wind gehauen. Es wurde die Abstimmung gemacht. Zwei Drittel Mehrheit war für diese extrem antidemokratische. Es gibt keine Partei in Deutschland zurzeit, die eine so antidemokratische, autoritäre Satzung, die Machtbefugnisse auf die Parteiführung zentriert, wie die AfD. Es gibt keine andere Partei. Nicht in der CDU, nicht in der FDP, nicht in der SPD, nicht bei den Linken. Und das ist ein Unding. Diese Satzung wurde mit 13 Stimmen über die Zweidrittelmehrheit entschieden. Es sind natürlich aber ein Haufen Leute, weil das Satzungsdiskussionen sind etwas sehr Mühsames. Wir haben 2,5, 3 Wochen mit diesem Juristenteam daran gearbeitet. Das ist mühsam. 46, 50, 58. Änderungsanträge zu studieren ist mühsam. Was hat die Versammlungsleitung gemacht? Was hat das Präsidium, also das Plenum gemacht? Alle Änderungsanträge zur Satzung wurden per einfacher Mehrheit von der Tagesordnung genommen. Das heißt, wir haben über diese Satzungsänderung, die die schlimmsten antidemokratischen Dinge verhindern wollten, wurden einfach weggenommen. So, das hatte zur Folge, dass natürlich ein solcher Parteitag wie Bremen und das Ergebnis, eben Zurückführung auf die Einserspitze, keine Dreierspitze mehr, totale Verfügungsgewalt des Bundesvorstands bis in die unterste Gliederung. Nur um ein Beispiel zu nennen, wenn ein Kreisverbandsvorsitzender in Euskirchen haben wir heute hier, habe ich gehört, wenn der missliebig ist, dann kann Bundesvorstand entscheiden, sagen, dieser Vorstand ist seines Amtes enthoben. Ohne weitere Debatte. Noch nicht mal per Schiedsgericht. Das ist ein Unding. Es ist ein Unding. Unser Parteiengesetz und unser Grundgesetz sieht die politische Willensbildung von unten nach oben vor und nicht von oben nach unten. Es sieht die Möglichkeit vor der Mehrheitsfindung. Im Zweifelsfall muss eine einzige Person, ich, eine Minderheitsmeinung, die Chance haben, meine Minderheitsmeinung in einer Partei mit 20.000 Mitgliedern zu einer Mehrheitsmeinung zu machen, indem ich Vorträge halte, indem ich mit den Leuten rede und so weiter. Und man darf mir dann aber auch nicht die Machtmittel dieser Kommunikation entziehen. Bei uns ist es doch nur so, Lucke hat den E-Mail-Verteiler und er penetriert uns permanent mit seinen Meinungen. Aber wir haben keine Kultur. Das heißt, ich würde sehr gerne und sehr häufig mal auf seine E-Mail an alle Mitglieder eine Antwort und eine Response geben, weil nur das ist politische Willensbildung und politische Auseinandersetzung. Geht aber nicht. Also, dieser Parteitag wurde angefochten, der hat 360.000 Euro gekostet, die sind im Sand. Bundesschiedsgericht hat die Satzung für obsolet erklärt, für nichtig, hat eine in der deutschen Rechtsgeschichte noch niemals vorhandene Figur entwickelt. Es ist zwar nichtig, weil nicht grundgesetzkonform entstanden, dennoch soll sie Gültigkeit haben bis zum nächsten ordentlichen Parteitag. Wo gibt es denn sowas? Wo gibt es denn sowas? Etwas, was nichtig ist, ist ein Nullum. Das heißt, wir werden Essen auf der Basis der Bremer Satzung veranstalten. Kann ich noch mal zwischenfolgen?
Sollte das tatsächlich so passieren? Das passiert so. Ja. Sagen wir mal, sollte. Es wird ja wahrscheinlich Änderungsanträge geben oder was. Werden wir sehen, lassen wir einfach so. Sollte es so sein, dann würde ja bedeuten, dass beim nächsten ordentlichen Parteitag eventuell auch die Vorstände nochmal neu gewählt werden müssen, weil die nicht mehr rechnen. Voilà. Das kann passieren. Und jetzt kann man sagen, ich bin in einem Lenkungskreis, es sind 38 Leute dabei aus allen Bundesländern. Wir machen die 7., 8., 9. Telefonkonferenz, geht bis nachts 2 Uhr. Wir haben das lange debattiert. Sollen wir Satzung Bremen nochmal als Tagesordnungspunkt für Essen aufbringen? Wir haben Abstand davon genommen. Wir werden 39 Grad da haben. Da gibt es keine Klimaanlage. Da wird 38 Grad warme Luft von draußen nach rein gepumpt. Da können Sie nicht mit Leuten über Satzungen debattieren. Das wird ein total massenpsychologisches Spektakel, aber keine Diskussion im Rahmen Satzungsvorteile, Satzungsnachteile. Also wir lassen das, da wird es sicher ein paar Bekloppte geben, die das versuchen werden, aber wir werden dagegen stimmen. Sie können in Essen keine Satzungsdiskussion führen mit 4.500 Leuten bei 38, 39 Grad, das ist eine dicke Unmöglichkeit. Die Leute wollen kommen und wollen wählen. Ja. Und dass sie das Richtige wählen, da sind wir anschließend alle aufgefordert, daran mitzuwirken. Kommen wir auch gleich dazu. Denn Bremen ist gelaufen, dann war Kassel. Kassel war ein Delegiertenparteitag, der wurde obskur durch Hinweise vom Unterschiedsgericht abgesagt. Das war ein Delegiertenparteitag. Delegiertenparteitag mit relativ geringen Chancen zur Wiederwahl von Lucke. Jetzt muss man natürlich sagen, Nordrhein-Westfalen, ich war dagegen, das so zu machen, Nordrhein-Westfalen war nicht besonders gut beraten, meines Dafürhaltens, so zu wählen, denn unter dem Aspekt Nordrhein-Westfalen wurde der Kasseler Parteitag ja gekippt, aber auch natürlich wieder mit haarsträubenden Argumentationen. Das Bundesschiedsgericht war überhaupt nicht befasst mit Siegen und also Siegen, weil ich delegieren war, war nicht befasst, aber unter Verweis auf das Bundesschiedsgericht hat der Bundesvorstand ja dann Kassel für obsolet erklärt und dann wieder neu eingeladen für Essen als Mitgliederparteitag. Man muss aber davor auch sehen, der Versuch, einen Mitgliederparteitag zu machen, war ja vorgängig schon gemacht. Es wurde eine Geldbombe aufgelegt, die angeblich 160.000 Euro hätte einspielen sollen, aber leider nur 60.000 Euro eingespielt haben und oder 50.000 eingespielt haben, also konnte er nicht durchgeführt werden, weil das ist ja richtig bannig viel Geld. Was glauben Sie, was wir für finanzielle Probleme innerhalb der AfD haben werden? Wir haben ja vielleicht einen potenziellen Schatzmeister, der Herr Ruß. Wir werden extreme finanzielle Problemstellungen haben dürfen. Gehe ich davon aus, dass du das auch so siehst. Ja. Voilà. Wir haben also dann Kassel für obsolet erklärt, es wurde jetzt für Essen eingeladen. Jetzt kommt etwas, wirklich an Beschleunigung hinzu. Jetzt haben wir die Gründung des WKUs. Und das ist sozusagen eine Organisation in der Partei. Und grundsätzlich ist ja gegen andere Organisationen oder gegen Organisationen innerhalb der Partei nichts dagegen einzuwenden. Denn politische Willensbildung passiert eben einfach durch Mehrheitsorganisation, durch miteinander reden, durch Übereinstimmung in den politischen Beurteilungen. Nur die Frage ist natürlich, wie macht man es? Wie demokratisch läuft das ab? Bin ich abgrenzend zu allen anderen und bin sozusagen ein elitärer Club, der sozusagen seine Mindermeinung einfach durch die Wahrnehmung von nichtdemokratischen Instrumenten der Mehrheit aufdrängen will? Oder macht man das im Rahmen eines Dialogs und Austausches. Und jetzt kommt ja sehr interessante zusätzliche Aspekte. Wir hatten dann den sogenannten Geigerentscheid. Ich weiß nicht, ob Sie das alle so mitbekommen haben. Geigerentscheid, sagt Ihnen das was? Das war ein Beitrag von einem Mitglied aus Baden-Württemberg, der sozusagen die Parteimeinung im Bereich der Programmatik einhegen wollte. Er hat verschiedene Thesen aufgestellt und unsere Satzung sieht ja vor, dass man Entscheide machen kann und wollte die eben über Entscheid, einen Mitgliederentscheid herbeiführen. Der Witz ist nur,
Und auch da wurden Gutachten in der Lücke vorgelegt. Man kann im Bereich der Programmatik eben keinen Mitgliederentscheid durchführen. Die Programmatik muss auf Parteitagen verabschiedet werden. Warum? Weil wenn man eine Mehrheit dafür hat, dass die und die Vorgabe der Programmatik nicht gewünscht ist, dann muss die Möglichkeit eines Kompromisses da sein, dass man sich nochmal zusammensetzt in einem kleinen Arbeitsgespräch, um dann am Parteitag eine korrigierte Fassung der missliebigen Regelung dann vorzulegen. Ganz klar, Grundgesetz. Und Herr Lucke hat ein Gutachten dazu eingeholt, zum Geigerentscheid, Professor Ibsen, und hat das publiziert. Professor Ibsen sagt auf 21 Seiten, das geht, gar kein Problem, das geht. Außerdem würde ein solcher Entscheid wirklich die Mitglieder und die Partei unwiderruflich binden an diesen Entscheid. Unwiderruflich ist in diesem Leben gar nichts, außer die Tatsache, dass man vielleicht sein Leben verliert. Aber unwiderruflich ist gar nichts und schon gar nicht in politischen Prozessen. Aber Ibsen hat so gegutachtet. Und dann hat Gott sei Dank Sachsen einen anderen sehr versierten Verfassungsrechtler beauftragt, nämlich Herrn Professor von Arnim, haben Sie sicher schon mal was gehört, der ein 16-seitiges Gutachten geschrieben hat und zwei Dinge ganz klar festgestellt hat. Die Durchführung dieses Mitgliederentscheids ist grundgesetzwidrig, verfassungswidrig. Und das Gutachten von Professor Ibsen ist nicht mehr wert, als dass man es in die Papiertonne schmeißt. Er hat es ein bisschen netter gesagt, er hat gesagt, das ist ein reines Gefälligkeitsgutachten. Was aber spannend an dieser Geschichte ist, und das ist meine Intention, ihm das nahezubringen, wie Herr Lucke als Sprecher der AfD versucht, seine verengte politische Positionierung zur Mehrheitsmeinung der Partei zu machen, indem nicht der Ibsen-Gutachten wurde verteilt über E-Mail, hat also jeder gelesen, war super, läuft alles. Das Gutachten von Arnim wurde aber dem Parteivolk vorenthalten. Und das ist ein Eingriff in die Informationsfreiheit und ein Eingriff in die demokratischen Grundprinzipien einer Partei. Und wenn der schon jetzt so mauscht, der wird garantiert innerhalb von 2 Jahren schlimmer mauschen als die Merkel. Ich habe Kenntnisse davon, dass dieser Weckruf, der dann vom Bundesschiedsgericht mal für nicht rechtens erklärt wurde, nicht in einem Urteil, sondern in einem Beschluss von einem Einzelrichter, dann wurde auf Betreiben des Bundesvorstands dieser Beschluss des Bundesschiedsgerichts angegriffen, wieder in den Bundesschiedsgerichtsbereich hineingegeben. Und dieses Bundesschiedsgericht hat sozusagen diesen Beschluss des Einzelrichters auf Unvereinbarkeit, beziehungsweise der Beschluss ging nicht um Unvereinbarkeit, sondern um die Frage, ob das rechtens sein könnte. Und zwar hat dieses Bundesschiedsgericht auf der Basis eines Bundesvorstandsbeschlusses diese Sache zur Entscheidung angenommen. Was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Weil die Frau Braun-Moser als Beisitzerin des Bundesvorstands und Herr Lucke Mitglieder, einen von jetzt existierenden 8 Mitglieder in diesem Verein, ein Mitglied ist. Und dann kann er nicht im Bundesvorstand der AfD darüber befinden, wie die innerparteiliche Gerichtsbarkeit diesen Kasus zu bewerten hat. Weil dann muss er nach Parteiengesetz und nach Recht und Ordnung sich einfach enthalten, was nicht passiert ist. Also gut, ich mache es ein bisschen jetzt schneller. Wir haben Feststellung, dass der Weckruf über eine Größenordnung von 170.000 Euro verfügt. Wo kommt dieses Geld her? Eine konkurrierende Veranstaltung zur AfD verfügt über Spenden oder Zuwendungen in einer Größenordnung von 170.000 Euro. Wenn die Zahlen, die mir zur Verfügung stehen, das hat mit allem Vorbehalt, tatsächlich so stimmen. Denn dann wurden auch schon Treuepflichten missachtet. Denn wenn ich als Funktionär einer Partei die Möglichkeit habe,
Spenden oder Geldzuwendungen zu akquirieren, dann habe ich die als Funktion, als Organ einer Partei, der Partei zur Verfügung zu stellen und nicht einer Organisation, die sozusagen im Beeinflussungswettbewerb mit der Partei steht. Über Weckruf braucht man nicht mehr weiter reden. Die haben ein extremes Aktivierungspotenzial. Wir wissen, dass 60 Leute praktisch hauptamtlich, also ganz täglich, in ganz Bundesrepublik den Weckruf organisatorisch entwickeln. Das heißt, Sie haben jetzt kategorisiert, auch das ist natürlich schon wieder sehr spannend, kategorisiert in drei Kategorien von potenziellen Mitgliedern des Weckrufs. Zuverlässige, ganz zuverlässige, teilweise zuverlässige und voraussichtlich nicht zuverlässige. Mir liegt das vor als Dokument, welche Gedanken schwirren einem da durch den Kopf, wenn wir Mitglieder kategorisieren in zuverlässige, weniger zuverlässige und gar nicht zuverlässige. Ja. So, hinzu kommt, dass viele Leute, die dem Weckruf oder einige der Funktionäre, die im Weckruf jetzt tätig sind, ausgetreten sind aus der AfD ursprünglich, aus ihren Kreisgliederungen und die der neuen Satzung entsprechenden Möglichkeit der bundesunmittelbaren Mitgliedschaft wahrgenommen haben. Die sind also aus ihren Kreisverbänden ausgetreten und sind jetzt bundesunmittelbare Mitglieder. In Berlin. An was erinnert einen das? Kaderpartei. Das ist eine Kaderpartei. Zutiefst undemokratisch. Also ich hoffe, es läuft Ihnen kalt im Rücken runter, was da produziert wird momentan. Und die werden natürlich jetzt in Essen ein entsprechendes Tableau entwickeln. Ohne da jetzt im Einzelnen drauf einzugehen, das können wir nachher vielleicht in der Diskussion auch machen, weil ich natürlich doch relativ viel Hinweise habe, wie das von der Parteitagsregie organisiert werden wird. Aber ich denke, jetzt haben wir es vielleicht doch lang genug gemacht, wir machen jetzt gleich die Diskussion. Wenn Sie mir aber gestatten, ich würde gerne am Abschluss, weil wir jetzt auch viel über Stress und Ärger und zwischenmenschliche Probleme und so geredet haben, ich würde wieder gerne, weil das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung, zum Primat des Politischen zurückkommen. Das Politische haben wir heute doch auch ein bisschen beinhaltet, aber ich würde Ihnen gerne das Primat des Politischen für die AfD so in der Art von Sentenzen, weil ich beschäftige mich auch gern literarisch, von Sentenzen an Sie bringen, wenn Sie gestatten, dauert so eine Minute. Wir leben in einer Zeit, in der Mehrheiten sich fügen müssen, und Minderheiten die Richtung bestimmen. Wir leben in einer Zeit, in der der Einheimische zum Rechtlosen und der Fremde zum Rechteinhaber wird. Wir leben in einer Zeit, in der das Fremde uns zum Eigenen gemacht und uns das Eigene Stück für Stück entfremdet wird. Wir leben in einer Zeit, in der die neuen Faschisten sich Antifaschisten nennen und die Aufklärer dieses Sachverhalts, als Faschisten diffamiert werden. Wir leben in einer Zeit, in der wir das Absterben unserer eigenen Art nur mäßig besorgt erkennen, aber jährlich 250.000 Ungeborene am Leben hindern. Wir leben in einer Zeit, in der lebhafte Jungen zu braven, angepasst, effeminierten Wesen und liebenswerte Mädchen zu ganzen Kerlen erzogen werden. Wir leben in einer Zeit, in der das Abseitige zur Norm und das Normale zum Abseitigen gemacht wird. Wir leben in einer Zeit, in der Kriminalität geduldet und Ehrlichkeit bestraft wird.
Wir leben in einer Zeit, in der die Täter unterstützt und entschuldigt und die Opfer allein gelassen werden. Wir leben in einer Zeit, in der die Worte Heimat, Vaterland, Nation verpönt sind, aber ein illegitimer EU-Superstaat uns eine neue Identität verschaffen soll. Wir leben in einer Zeit, in der das Banale dramatisch politisiert, aber das Hochpolitische banalisiert wird. Wir leben in einer Zeit, in der das Recht zu Unrecht und das Unrecht zum Recht wird. In der die Wahrheit zur Lüge und die Lüge zur Wahrheit wird. Irgendwie scheint es, als ob alle Verhältnisse gekippt wären und in jeder Hinsicht in ihr Gegenteil verkehrt wäre. So als ob wir plötzlich in einer gespiegelten Welt leben würden. Und meine Damen und Herren, es liegt an uns, die Dinge in unserer Politeia, griechisch für das Res Publica, für das Politische, wieder zurechtzurücken. Das ist die Aufgabe einer Alternative für Deutschland. Die gesellschaftlichen Verhältnisse so zu benennen, wie sie sich zeigen, und Wege zu weisen, dieser unwirklichen Spiegelwelt zu entgehen. Die Alternative darf nicht anstreben, Bestandteil dieser Spiegelwelt zu werden. Wenn ich gesellschaftlich akzeptiert sein will, dem Mainstream angehören will, dann muss ich die Meinungen des Mainstreams verinnerlichen, transportieren und leben. Das kann gelingen. Nur dann bin ich keine Alternative mehr. Die Alternative lebt doch gerade vom Gegensätzlichen, vom Infragestellen des Nicht-Hinterfragten, vom Aufdecken des politisch korrekt Verschwiegenen, von der Nicht-Akzeptanz des scheinbar Alternativlosen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.